Fabian, bist du zu Hause? Nur wenig später treffen Cornelia Bauer und Christian Reuter an dem Haus der Melderin ein. Ihre Ermittlungen decken einen hinterlistigen Rachefeldzug auf. Es ist hier irgendwas passiert, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Hier sind irgendwelche merkwürdigen Schilder. Hier steht Rache. Und ich weiß gar nicht, was los ist. Ich komme gerade aus dem Laden. Ich habe einen Optikerladen. Und mein Mann, der ist gar nicht da. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Ja. Dann würde ich Sie bitten, bleiben Sie kurz draußen, auch nicht, ja? Oder was? Das Handy gehört mir auch nicht. Nein, und die Tür steht auch auf. Ich wollte jetzt auch gar nicht reingehen. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was das hier mit dem Handy auf sich hat, oder? Das kennen Sie auch nicht. Das Handy kenne ich auch nie. Sprachnachricht, ne? Oder? Das hier ist meine Rache für die Jahre meiner Knechtschaft. Geh ins Haus und stell dich deinem Schicksal. Hä? Für die Jahre meiner Knechtschaft. Geh ins Haus und stell dich deinem Schicksal. Ich wüsste, sagen, haben Sie, können Sie nichts mit anfangen. Nein, ich wüsste überhaupt nicht. Und Knechtschaft, dass Sie irgendwie... Also das hört sich ja bald mittelalterlich an. Also ja. Da müsste ich sagen, wüsste ich nicht. Wir gucken mal. Na dann, gucken wir mal, ne? Ich nehme mal die Waffe, oder? Hallo? Rache? Hallo? Rache, geh Richtung Schlafzimmer. Oben, nehme ich mal an, ne? Leine? Zieh Leine. Ja, natürlich nicht, ne? Die Beamten vermuten eine Falle. Sie folgen der Schnur, ohne sie zu berühren. Äußerst vorsichtig öffnen sie die Tür zum Schlafzimmer und werden dort in ihrem Verdacht bestätigt. Was ist das denn? Also ich will jetzt aber auch nicht so viel anfassen. Guck mal hier, das ist Spiritus. Okay. Guck mal, wenn jetzt hier gezogen hättest, rein theoretisch, wenn das eine Zündschnur sein soll, dann hat aber einen schönen Knall gegeben, glaube ich, ne? Ja, allerdings. Die Polizisten sind sicher, dass der Täter aus dem Umfeld des Ehepaares stammt. Und tatsächlich hat die Optikerin einen Verdacht. Ich würde dir das nur ganz kurz erklären. Oben in ihrem Schlafzimmer, da ist vom Treppenhaus eine Schnur gespannt, die ins Schlafzimmer reingeht. Wir haben die Tür mal geöffnet und diese Schnur ist mit dem Feuerzeug verbunden. Und mit einer vermeintlichen, wir haben jetzt auch nicht wirklich viel angefasst, weil wir keine Spuren da verwischen wollen, eine vermeintliche Zündschnur in einen Haufen mit Stroh und eine Flasche Spiritus. Also da wollte irgendjemand was anzünden, eventuell auch erhebliche Verletzungen hervorrufen bei irgendjemandem. Können Sie sich da irgendwas vorstellen? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich halt an wie so ein Kinderstreich. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Also das ist kein Kinderstreich. Nee. Wenn eine Flasche Spiritus da mit Feuer in Verbindung kommt, das gibt einen richtigen Knall. Okay. Das wirkt wie so ein Molotow-Cocktail. Also wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, ich habe einen Azubi, den Daniel, und wir hatten gestern ein Gespräch zusammen im Optikerladen. Und wir können den leider nicht übernehmen, das musste ich ihm gestern halt sagen. Und der war richtig sauer. Was ist denn mit der Tür? Ist da aufgebrochen worden? Hast du mal geguckt? Würden Sie ihm dazu trauen? Hier ist auch alles. Nein, das muss ich sagen, das würde ich ihm überhaupt nicht zutrauen. Der ist total nett, der war jetzt wirklich 3 Jahre bei uns und es ist überhaupt nie was vorgefallen. Also es, ich glaube, Sie kriegen Besuch. Wer kommt denn da? Till? Was machst du denn hier? Fabian hat mich angerufen. Ich sollte nach der Toilette kommen. Wie nach der Toilette? Hm? Wir haben doch gar kein Problem mit der Toilette. Der hatte mich angerufen. Er hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Ich soll das Werkzeug mitbringen. Und können Sie uns nur ganz kurz aufklären, wer er ist? Das ist mein Schwager. Das ist, ich bin der Bruder von Fabian. Okay. Genau. Auch der Schwager des Opfers ist sehr besorgt. Noch ehe die Beamten ihn weiter befragen können, erreicht die Frau ein äußerst beängstigender Anruf ihres Mannes. Ihr Telefon. Fabian? Hi, wo bist du denn überhaupt? Ich stehe vor dem Laden. Mach mal laut. Ich habe hier mein Auto stehen. Es liegt Rache drauf gesprayt. Wo steckst du denn? Zu Hause? Er soll doch mal gerade noch mal. Wie mit. Rache? Moment mal. Unser Auto ist beschmiert mit Rache. Ja. Aber. Hat irgendjemand drauf gesprayt? Okay, also stell dir mal vor, ich bin hier nach Hause gekommen, die Tür, die stand auf und hier steht alles voller Rache geschrieben, direkt am Haus. Und selbst hier im Haus ist alles verändert. Also hier ist eine Attrappe gebaut. Im Haus? Ja. Ist der Azubi denn bei ihm? Ist der Azubi bei dir? Bist du da jetzt drin oder was? Ja, ich bin im Haus und die Polizei ist auch hier. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist. Sagen Sie, er soll mal so bleiben, er soll auch nichts anfassen. Wir kommen mal vorbei. Beim Eintreffen am Einsatzort ist schnell klar, der mysteriöse Rachefeldzug des Täters nimmt immer größere Dimensionen an. Was
das Erste, was ich gesehen habe. Und als ich dann zum Laden gegangen bin, da stand aber nur beschmiert, nichts beschädigt. Ne? Keine Scheibenwischer abgebrochen, keine Spiegel, so. Reifen sind. Bei dem Licht habe ich jetzt nichts gesehen. Die Spiegel sind ja alle dran. Also ist auch die gleiche Schrottflieger. Ne? Wie lange waren sie jetzt weg? Halbe Stunde oder was? Ja, war schon ein knappes Stündchen oder so, war das schon noch. Ja. Da sieht es auch aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Mein Azubi ist eigentlich da, der sollte in der zweiten Stelle. Können wir mal reingehen? Ja, sicher, klar. Also der war offen, also eigentlich war geöffnet, ja? Eigentlich war geöffnet, ich weiß nur nicht, wo der Kerl steckt, der sollte darauf aufpassen und so saß Botschaften sind ja aber keine mehr, ne? Irgendwie angesprüht, irgendwas, ne? Ich bin hier nicht weiter reingegangen, ich habe dann erstmal gewartet, nachdem... Lassen Sie mich mal eben, hier ist ja alles kaputt, ne? Oder? Ist jetzt traurig, Moment. Muss jemand im Laden sein? Sie warten. Okay. Wir gucken. Das hört sich nicht gut an. Mm. Guten Tag. Scheiße. Bei uns müssen Sie sich erst mal hier entschuldigen. Wer sind Sie? Daniel Theiss. Josie Walzer. Daniel Theiss, sind hier der Lehrling oder was? Ja, der Auszubildende. Der Auszubildende, der alles andere macht als... Und was bilden, Sie, hier gerade aus? Ja, sorry. Ist jetzt keine Kundin, denke ich mal, ne? Nein, das ist meine Freundin. Ja. Okay. So. Haben Sie nicht gesehen, wie der Laden vorne aussieht? Nee. Ja, dann ziehen Sie sich mal weiter an und gucken Sie sich mal den Laden vorne an. Der Auszubildende beteuert, von der Verwüstung nichts mitbekommen zu haben. Den Polizisten und seinem Chef kommt das äußerst merkwürdig vor. Du musst es doch mitgekriegt haben, dass sie alles durcheinander gebracht hat und die ganzen Sachen kaputt gemacht hat. Nein, also wir haben gar nichts mitgekriegt. Also absolut gar nichts. Herr Ries, ganz klar, Herr Ries, wenn Sie gesehen hätten, wie die zwei da hinten zugange gewesen sind, dann kann man das verstehen, dass er nichts mitgekriegt hat. Nur, wir haben jetzt noch unser Problem bei Ihnen zu Hause und hier ist alles verwüstet, das Auto ist verwüstet. Wo waren Sie denn heute Mittag? Ja, hier. Auch hier? Ja. Das können Sie bestätigen, oder was? Ja, heute Mittag, in der Mittagspause war es ja auch noch okay, bis ich dann rausgegangen bin, um die Besorgung zu machen. Sag mal, hast du das gemacht, oder was? Weil wir dich nicht übernehmen können? Oder nein. Hast du diese ganze Sauerei hier angerichtet? Nein, absolut nicht. Ach, komm. Absolut nicht, das war mir nicht. Fabian, ich war immer gut. Wie lange ja, war mit das sage ich heute auch nicht. Das war nicht so lange, nur wir verwüsten doch hier nicht den Raum und gehen dann nach hinten. Als dem Auszubildenden ein Handy aus seiner Jacke fällt, erhärtet sich der Verdacht gegen ihn. Denn darauf befindet sich ein eindeutiges Indiz. Das ist doch so eine diese Verzerrungs-App so eine, da. Genau. Okay. Wo kommt das Handy her? Das ist doch gerade bei Ihnen aus der Jacke. Aus meiner Jacke, aber das ist nicht mir. Und ich habe das auch ganz sicher nicht da reingesteckt. Ist das Ihnen? Nein, das ist weder seins noch meins. Ich kenne das nicht. Wo ist denn Ihr denn jetzt herkommen? Ihr Handy, was Sie so täglich nutzen? Das habe ich nicht dabei. Haben Sie nicht dabei? Nee. Ich habe eigentlich, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich das selten dabei. Mhm. Das ist aber ungewöhnlich, ne? Oder? Der 20-Jährige beteuert vehement seine Unschuld. Beim Blick aus dem Fenster macht er eine Entdeckung, die dem Fall eine völlig neue Wende gibt. Das Auto, das habe ich vorhin schon mal gesehen bei uns. Also das erkenne ich wieder, auch alleine. Der Weiße, der draußen genau steht. Genau, hier vorne, der Weiße. Ja gut, da ist ja Ihr... Ist ja der Bruder von Ihrem Chef gerade mitgekommen und Ihre Chefin. Ja, aber der stand vorhin auch schon mal hier. Da ist er mir aufgefallen. Weil der hatte mich auch vorne auf der Motorhaube... Wo Ihr Chef nicht da war. Genau. Ich wollte zu meinem Bruder, aber er war nicht da und dann bin ich wieder gefahren. Du weißt ja, wie jetzt? Doch, dass ich gar nicht hier sein wollte. Das war alles ein bisschen widersprüchlich hier, ne? Ich auch. Damit rückt der Bruder des Opfers in den Fokus der Ermittlungen. Da er die Tat abstreitet, müssen die Beamten sie ihm nachweisen. Schnur. Was ist denn da noch alles? Ist das das Zeug, was auch in der Wohnung? Und das Spray? Farbe, Stift. Ja komm, jetzt mal Butter bei die Fische, was ist denn das? Ja, wir sind auch nicht mit dem Klammerbeutel. Du checkst gar nichts, ne? Du checkst überhaupt nicht. Offensichtlich checke ich gerade viel mehr, als ich checken will. Was ist denn los? Er meint, er hätte den Laden aufgebaut. Der hat ihn von Mama und Papa übernommen. Ja, ja aber und der soll auch mal dafür arbeiten. Du durftest schön vor dich hinstudieren. Und die Frage ist, was sollte mit diesem Feuerzeug? Und wenn er jetzt einer dran gezogen wen wollten Sie, was wollten Sie denn da? Ja, ich wollte ihm nur einen Schrecken einjagen. Ich wollte ja nicht wirklich jemanden verletzen. Einen Schrecken einjagen? Ja. Also ich muss schon sagen, ich rufe mal der Krippe an, ob sie ihn haben wollen. Wie weit die sind in dem Haus, ob sie ihn haben wollen oder ob mal Identität steht fest. Die Wohnung ist auch geklärt. Ja, klar. Ja. Der Täter handelte also aus Eifersucht auf seinen Bruder. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung, Hausfriedensbruchs sowie versuchter Brandstiftung.
Barbara hier Sodom und Gomorra, ne? Ein bisschen. Aber süß, ne? Vergnügt er sich da. Ja, aber hast du mal sehen müssen, wie das Kind darauf rumgeritten ist.